Ja, liebe Blankenburgerinnen und Blankenburger, liebe Bürgerinnen und Bürger aus unseren Ortsteilen, heute melde ich mich aus dem kleinen Schloss in Blankenburg und von einer Stelle, die viele vielleicht gar nicht kennen, nämlich aus der Orangerie. Und wie Sie sehen, hier haben wir hier eine neue Dacheindeckung und zwar ein Glasdach, so wie es sich für eine Orangerie gehört. Sie wissen, seit vielen Jahren bauen wir nach und nach das kleine Schloss in Blankenburg hier um und das ist der Bauabschnitt, der sozusagen jetzt in Bearbeitung ist, wenn man so sagen möchte. Ja, und wenn ich hier herinstehe und herausgucke in den Garten, Sie sehen hinter mir das große Schloss auch, dann können wir uns, glaube ich, alle sehr gut vorstellen, dass hier zukünftig auch Gastronomie beheimatet sein dürfte. Und ich hoffe, dass sich auch in den nächsten Jahren Gastronomen finden, die hier tätig sein wollen und Ihnen und den Gästen unserer Stadt ein Angebot in historischem Flair vermitteln wollen. Aber nicht nur hier, sondern auch auf der Burg Regenstein gibt es Neuigkeiten und da schalten wir jetzt hin. Ihnen allen wünsche ich für die bevorstehenden Ostertage alles erdenklich Gute, schönes Wetter und ja, immer ein Lächeln im Herzen. Herzlichst, Ihr Heiko Breithaupt. Hallo, mein Name ist Andreas Werner, ich bin Gastronom vom Schäferhof Langenstein, bin selber Blankenburger und wir sind gerade hier auf der Burgruine Regenstein in dem Panoramasaal, was früher als Gaststätte genutzt wurde und ich würde gerne erzählen, was wir hier in der Zukunft vorhaben. Wir haben vor 2,5 Jahren den Kiosk, den dazugehörigen Kiosk gepachtet und haben uns in Zusammenarbeit mit der Stadt entschlossen, in diesem Jahr den Panoramasaal wieder zu nutzen, weil er ja in den letzten Jahren nicht genutzt worden ist und haben in Kooperation mit der Stadt Blankenburg den Saal renoviert, saniert, haben die Toilettenanlagen neu gemacht und hier entsteht ab 1. Mai in der Hoffnung, dass wir im Mai Corona-bedingt öffnen dürfen, ein Panorama-Café, welches nur Produkte aus der Region anbieten wird, Kuchen aus der Blankenburger Bäckerei Paul, Getränke vom Blankenburger Wiesenquell, Bier von Hasseröder, Eis von Familie Schimusinski aus Hüttenrode. Das sind so die Sachen, die wir vorhaben, die wir auch umsetzen wollen. Ja, das kann man dazu sagen. Wir hoffen, dass wir ab 1. Mai öffnen können. Wir sind gut dabei. Die Sanierungen sind abgeschlossen und die arbeiten so gut wie. Wir müssen noch ein bisschen sauber machen, Ordnung machen, noch ein paar Lampen aufhängen. Und dann freuen wir uns, wenn wir Sie bald als Gäste begrüßen können.